Herzlich willkommen beim Modellbauer Nürnberg. In dem Video zeige ich euch die GenSA 5000 mAh Shorty Packs mit 2S, also 7,4 Volt bzw. 8,4. Ja, in dieser Verpackung kommen die. Ich finde die eine sehr gute und gleich teure, wenn nicht sogar günstigere Alternative zu den Turnagy 4200 mAh Shorties, mit denen ich jetzt in letzter Zeit Probleme hatte. Einmal hier Lipo-Warnung. Und jetzt schauen wir doch mal, was da drin ist. Ladekabel mit DIN- bzw. T-Stecker und XH-Balancer-Anschluss. Alles soweit ganz normal. Ich werde umlöten natürlich auf EC3. So, dann schauen wir mal, was hier so drinnen ist. Ich finde, ziemlich gut verarbeitet. Keine breiten Spaltmaße hier bei den zwei Hälften, wo zusammengeklebt wurden, höchstwahrscheinlich. Ja, wirkt ziemlich gut. Hat 50 C, wie man hier lesen kann, 5000 mA. Hier steht sogar auf Deutsch drauf, Anleitung und Warnhinweise beachten und danach auf Englisch, also sehr schön. Genau, hier nochmal, Made in China, bla bla bla. Hier steht sogar irgendwas mit der deutschen Adresse drauf. So, dann öffnen wir auch mal den zweiten. Schauen da auch mal nach. Ist aber eigentlich dasselbe. Genau, Lieferumfang ist auch komplett. Das ist aber kein Shorty. Ah, okay. Okay, dann war das hier der falsche Akku. Aber ist ja auch egal. Das ist ein 5300er im Hardcase, also ein normaler Lipo. Nicht Shorty, wie man sehen kann. Haben wir nämlich auch mitbestellt für den Axial SX10 in der ersten Generation. Ja, ist beides dasselbe Ladekabel und so weiter. Nur, dass der halt eben 5300 mA hat und 65 C hat. So, dann hole ich jetzt mal kurz den zweiten 5000er Shorty dazu. Hier ist nun der zweite 5000 mAh Shorty. Genau, ist genau dasselbe wie bei den anderen Akkus auch. Dienst, T-Stecker, Ladekabel. Und wie gesagt, das ist der Shorty, auch mit 5000 mA und 50 C. Und ja, ich bin gespannt, wie sich die ganze S jetzt hat dann verhalten und wie lange die halten, ob die alle schön so bleiben, wie sie sind, so schön eckig, also dass sie sich nicht aufblähen und so. Ja, dann hier die Ladekabel, perfekt. Und ja. Ich wollte euch die einfach gerne zeigen. Gerade für Leute, die zum Beispiel den Wattera Ascender fahren, für die ist ja eine große Akkulaufzeit, finde ich ziemlich wichtig. Jetzt habe ich 800 mAh mehr. Und ja, somit tschüss und bis zum nächsten Mal.